Sometime you'll win, sometime you'll lose. Was geht ab YouTube? Pascal zu Bodybuilding. In the building. Willkommen im neuen Video. Morgen, heute ist Sonntag, geht mein Programming los. Der nächste Zyklus, das wird ein Hybrid aus Strength und Hypertrophie, coached by Dedicated Sports. Und ich bin echt gespannt, ich bin echt gut drauf, ich habe richtig Bock. Aber weil das Wetter so gut ist, habe ich auch Bock, ein bisschen Cardio zu machen. Und da ihr wisst, Cardio wäre viel zu langweilig, wenn man einfach nur rumläuft. Deswegen, let's roll! Hast du gesehen, was für eine Rakete? Yeah. Money. Trade the mother truth. Real life. You know, like us, we only ride and represent for one thing. And that's what's real. All that other bulls get moved to the wayside. You know, this is special dedication to them used to be friends we had, or partners, whatever you want to count it. What's up? Den gibt's zu gewinnen. Unter allen, die den Hashtag Pre in die Kommentare hauen, verlose ich diesen Pre. Auflösung gibt's morgen in meiner Instagram-Story. Der Geschmack ist übrigens Green Apple. Ist der beste Geschmack. Alright, ich fahre jetzt ins Gym zu meinem ersten Workout von meinem neuen Trainingsblock. Und mein neuer Trainingsblock ist so ein Hybrid zwischen Strength und Hypertrophie. Wie ihr wisst, findet in nunmehr, ich glaube, 6 Wochen oder so schon der Insanity Meet statt. Das heißt, ich habe da schon wieder Wettkampf, deswegen macht es Sinn, Kraftelemente mit in diesen Plan zu hauen. Mein Coach hat sich da auf jeden Fall lustige Sachen für mich überlegt. Es fängt jetzt an mit dem Squat und dann mit der Bench und dann noch mit so ein bisschen Kleinkram. Was ich da genau mache, das zeige ich euch jetzt. Okay, also erstmal schaue ich jetzt hier an mein Tracking Sheet, was ich heute zu tun habe. 2/3 Tempo Competition Squat. 1x1 mit 207,5 Kilo. Also arbeite ich mich erstmal hoch auf einen Tempo Squat mit 207,5 Kilo. Ein 2/3 Tempo Squat ist eigentlich nichts weiter als eine sehr langsame negative Bewegung und dann ein ganz normaler Competition Squat. Danach reduziere ich dann das Gewicht auf 195 Kilo für ein 4x5. Im Anschluss mache ich noch 2 Triples mit 155 Kilo und dann ist der Squat für heute in the bank. Alright, ich muss jetzt zusehen, dass ich das für meinen Coach filme, deswegen stelle ich mir gleich die Kamera hier so auf, damit sie den Squat von der Seite aufnimmt und ich es dann an den Coach schicken kann. Und gleichzeitig filme ich mit der großen Cam von hier. God damn. Multimedia, Multitasking. Gottverdammt. And if it ever hit the point of me catching the wall, I guess my back gon' be scratched the fuck up. I'll be damned if I fall. They act like they don't need me. Fuck it, I don't need them either. Before I sell my soul to speed, I'd rather take the feeder. I shed so many tears, I'm damn near out of.
Bro-Tipp, ob ihr einen Coach habt oder nicht, filmt euch im Training, um es euch selbst nochmal anzuschauen, denn so könnt ihr direkt sehen, wo eventuell Schwierigkeiten waren, wo sich die Form verändert hat oder so. Das kann man immer selbst nicht so gut beurteilen. Also filmt euch bestmöglichst von der Seite, vielleicht ein bisschen mehr von der Seite, als wie ich es hier gemacht habe. Aber so könnt ihr dann direkt gegenchecken und Feedback einholen, wenn es sich mal nicht gut, so gut anhört. Ich zum Beispiel hatte für meine Verhältnisse sehr viel Knee-Travel nach vorne. Gleichzeitig war die negative Bewegung ein bisschen zu langsam. Aber im Großen und Ganzen jetzt ganz okay mit den 207,5 Kilo für den Squat. Reduzieren wir auf 195 und let's get going. Noch eine andere Sache. Wie ihr seht, trage ich die, wie nennt sich das noch gleich hier? Die Knee Sleeves von Athletic Aesthetics. Und zwar, weil es Sinn macht, die SPDs dann rauszuholen zum Wettkampf hin und im Training hier mit den etwas weniger unterstützenden Athletic Aesthetics Bandagen zu beugen. Und dazu muss ich mich jetzt mal selbst korrigieren, denn als ich mit den SPDs angefangen habe, habe ich gesagt, dass die mich gar nicht so doll unterstützen. Also nach dem einen Workout habe ich es zumindest nicht als so stark wahrgenommen. Aber nachdem ich jetzt meinen ganzen Peak mit den SPDs trainiert habe und jetzt auf die Athletic Aesthetics umgestiegen bin, muss ich sagen, die SPDs unterstützen as fuck. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Gewichte auch bewegen kann mit den Athletic Aesthetics Sleeves. Ich meine, das muss ich ja jetzt auch durch meinen Zyklus. Aber man merkt tatsächlich schon, wie viel mehr Sicherheit einem die SPD Sleeves geben. Und wie viel mehr Stabilität. Alrighty, für mich stehen jetzt 195 Kilo an einem 4x5. Let's bro. Couple liters, I use my hands so much I'm damn about to use this either. Now who gon' try the truth, I promise I'll expose they. They master being safe, but everything else they is trash. If it ain't A-B-N-G-A-N-G, then I'm alone. Or I'll be too deep with money, hustling till we gone. I'm doing my own thing, I'm in my own lane. Gotta stay on top of things, cause it's a dirty game. Don't just ease the pain, choking on that volcane. How the world going to waste, becoming a landfill. Like record this man's ill, on paper his plans fill. Alright, ich habe jetzt meine Competition Squats auch noch durch und muss sagen, ich bin total tot. Jetzt kommen noch wieder Tempo Squats für zwei Triples mit 155 Kilo. Also es wird ein bisschen leichter und ein bisschen Technique Work. Und dann geht's weiter zur Bank. Damned if I be crushed because of lust and greed. Got mouths to feed and train, can't raise up no rusty seeds. Even though at times I fall in myself, yes I must believe. Cause in those times when no one's around, the only one dying to trust is me. Walk till I bust my feet, crawl until I reach my goal. Pray till I can't. Alrighty, an Tag 1 mache ich dann als zweites die Bench Press, die Competition Bench paused. 2-second paused. Mit 120 Kilo für 3x4. Breathe no more and hope the Lord relieves my soul. Never release control, stay the course cause hate. Certain Charlotte boy trading money. Have travel lanes where the weather changes hardly ever sunny. Understand it when the land is reached to milk and honey. Everything that I possess has been blessed and none of you haters can take it from me. Man. Meine Mutter arbeitet in der Mode. Stellt mir mal schöne Trennen selbst her. Hey, also, man kann selber machen. Okay, ich bin durch mit der Bench. Die war noch gefolgt von der Close Grip Bench, mit der ich noch zwei Sätze gemacht habe. Und jetzt machen wir noch ein paar Skull Crushes für den Triceps. Trust for the guys. Und dann ist der erste Tag auf der Bank. War schon anstrengend nach dem Peak und jetzt nach dem Deload wieder mit mehr Volumen einzusteigen. Muss ehrlich sagen, ich bin gut kaputt. Aber ist schön und ist schön zu wissen, dass es in der nächsten Zeit ein bisschen leichter sein wird. Let's go. Oh shit. Alter, was ist das für eine Übung? Ich hab nie gesehen. Das ist für den Bizeps. Bizeps? Ja. Ich
Das war das erste Workout jetzt in dem Hybrid-Zyklus. Ich finde es immer wieder ein bisschen schockierend, wie unglaublich schwer Gewichte sind, wenn man nicht mehr an sie gewöhnt sind. Also wenn man andere Wiederholungsbereiche gewöhnt ist oder so. Ich habe jetzt den ganzen Peak hindurch natürlich mit wenigen Reps, hoher Intensität trainiert und wenig Gesamtvolumen. Und heute dann mal Volumen geballert, also in Maßen eigentlich. Und muss sagen, fuck, das war wirklich super schwer. Besonders das Bankdrücken hat mir einiges abverlangt. Also ich habe mich auf 120 Kilo gearbeitet und dann 3x4 Post-Bench gemacht. Das war auf jeden Fall schon mal anstrengend. Dann erhöht auf 127 Kilo und 4 Sätze auf 5 Wiederholungen rausgehauen. Kurz checken, ob das die Wahrheit ist oder ob ich Lügen erzähle. Hab dann auf 127,5 erhöht und 2 Sätze für 5 Reps rausgehauen. Die gingen relativ gut, wobei ich aber schon sagen muss, der letzte war schon anstrengend. Close Grip Bench Press und Skull Crushers gemacht für den Trizeps. Ich muss ehrlich sagen, ich habe richtig krass Bock, jetzt wieder in den neuen Zyklus einzusteigen. Besonders mit Coaching, mit 5 Einheiten die Woche ordentlich was rauszuholen. In 6 Wochen ist ja der Insanity und mein Plan für den Insanity ist, auszurasten. Nein, aber tatsächlich mal zu schauen, was geht, vielleicht auch nur in ein oder anderen Disziplinen. Mal schauen, wie jetzt der Zyklus verläuft und wie die Intensität dann noch steigt über die Zeit, sodass ich dann eventuell nicht allzu sehr abgewöhnt bin, schwere Singles rauszuhauen. Und ich muss sagen, am meisten habe ich Bock, meinen Deadlift zu leveln. Auch im Squat ist da auf jeden Fall noch Luft. Alrighty, das ist das. Gleichzeitig gibt es noch ein paar News, denn ich bin lange nicht mehr darauf eingegangen, was ich überhaupt außerhalb des Gyms mache. Was mache ich eigentlich so den ganzen Tag? Obviously, den letzten Monat lief es tatsächlich richtig gut mit der Sache mit den Trainingsplänen verkaufen. Das bringt mir wirklich Spaß und es hat echt gut Geld reingespült, sodass ich halt nicht noch arbeiten gehen muss. Und das ist halt sehr geil, weil ich auch das Feedback bekommen habe von vielen, dass ich denen tatsächlich richtig gut helfen konnte und die jetzt richtig geballt sind, dann loszulegen und vor allem diese kleine Lücke, die ich füllen wollte, nicht nur einen Trainingsplan anzubieten, sondern auch diese Progressionsplanung, also dir zu erklären, wie du dann über die Wochen den Erfolg erwirtschaftest, weil einfach nur einen Plan zu bieten, das kann halt jeder, ist auch nicht sonderlich schwer für einen Anfänger oder für einen fortgeschrittenen Anfänger, aber halt dir zu erklären und mal ein Beispiel darzulegen, wie du Progress über die Zeit machen kannst, damit es dann noch was wird. Das ist besonders gut angekommen und das freut mich. Alrighty, also das habe ich hauptsächlich gemacht, sodass ich halt jetzt glücklicherweise nicht noch nebenbei irgendwie in einem Lager jobben muss oder so. Ich habe Bewerbungen rausgehauen, um halt in meiner Profession, also in meinem Studium zu arbeiten. Das wäre dann so als Referent oder Juniorreferent oder whatever im Bereich Personalmanagement, aber natürlich sieht die Joblage hier oben in Flensburg nicht sonderlich rosig aus, dementsprechend male ich mir da jetzt nicht die allerhöchsten Hoffnungen aus. Und man muss halt auch einfach abwägen irgendwann, möchte ich jetzt für eine Stundenzahl X das und das machen, was mir halt nicht wirklich so Bock drauf macht, ich das aber machen muss, um halt mein Leben zu finanzieren, oder kann ich halt was machen, worauf ich Bock habe, wo ich Menschen gleichzeitig helfen kann und das kann mir auch das Leben finanzieren. Und so wanderte mein Fokus natürlich auf den Bereich, halt dieses YouTube-Ding ein bisschen mehr voranzutreiben. Das ist aber gar nicht das, was ich eigentlich sagen wollte. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich mich in einen Master eingeschrieben habe, hier oben in Business Management. Ihr wisst ja, dass ich Psychologie im Bachelor gemacht habe, um mich ein bisschen breiter aufzustellen, möchte ich jetzt noch das Business Management als Master drauflegen. Gleichzeitig liegt der Fokus auf Entrepreneurship, Entrepreneur Lifestyle. Nein, aber ich sehe das für mich eigentlich als die sinnvollste Möglichkeit, was in dem Bereich Management zu lernen, in mittelklassischen Unternehmen, wie sie halt hier oben in der Gegend am meisten repräsentiert sind. Denn ich sage es ganz ehrlich, ich möchte hier nicht mehr wegziehen. Ich fühle mich hier zu Hause. Um für einen Job das alles hinter mir zu lassen und irgendwie der Wochenend-Daddy zu sein oder so, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Das heißt, ich muss hier oben Fuß fassen, ich möchte hier oben Fuß fassen und solange das YouTube-Ding gut läuft und ein bisschen Geld reinbringt, kann ich ja noch nebenbei studieren. Dann gehe ich mit einem Master da raus und konnte gleichzeitig mein Leben halbwegs gut finanzieren. Und das ist das, was ich gerade tue. Ich muss ehrlich sagen, ich empfinde es so, dass es von vielen halt die Vorstellung ist, Ähnliches zu tun. Das, worauf man Bock hat, gleichzeitig natürlich das Leben nicht nur von in Games, man muss halt seine Rechnung bezahlen, aber das am besten in einem Bereich zu machen, der einem gefällt und auf den man Bock hat und nicht einfach zu sagen, ja, Pascal, ich werde jetzt irgendwie ich mache jetzt Coachings oder Unternehmensberatung oder keine Ahnung, bin Personalreferent und schreibe Kündigungen und mache Bewerbungsgespräche den ganzen Tag. Wenn man halt sagt, dieser Job, natürlich in einem gewissen Rahmen ist es gar kein Problem, sowas zu machen, aber halt zu sagen, ich habe noch was anderes vor, ich möchte noch ein bisschen mehr aus meinem Leben rausholen und ich möchte diese Sachen verknüpfen. Ich möchte das verknüpfen, was mir Spaß bringt und was mich für die Zukunft irgendwie, was mir ein gutes Gefühl gibt, mit dem Geld zu verdienen. Und ihr wisst, wie es ist. Ich muss nicht super viel Geld verdienen. Es reicht mir, wenn ich meine Rechnung bezahlen kann, wenn ich ein kleines Auto fahren kann, wenn ich ins Gym gehen kann, trainieren kann, Spaß haben kann, für meine Familie da sein kann, dann ist das genug für mich. Okay, whatsoever, ich gehe jetzt rein, esse erstmal was. Ich bin übrigens auf nur 2000 Kalorien, denn ich muss ein bisschen abnehmen zur deutschen Meisterschaft hin. Wir schaffen das schon. Alrighty, das soll es mit dem Video gewesen sein. Pascal Su, checking out. Wir sehen uns im nächsten Video. Denkt an das Gewinnspiel. Hashtag Pre in die Kommentare und du nimmst am Gewinnspiel für den Pre-Workout-Booster von Body IP im Geschmack Green
Apple, im Geschmack Green Apple Teil. Auflösung kommt morgen in meiner Instagram Story. Passt es zu, checking out again. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace, bruh.